Ich hatte ja gar nicht das Ziel, als ich hier hinkomme, am Ende gesund zu sein. Das wäre schon ziemlich verrückt gewesen. Ich war halt schon unfitter als meine 84-jährige Oma. In der Zeit brauchte ich wirklich jemanden, der mir ein Butterbrot schmiert, sonst wäre ich verhungert. Da sind dann laut Statistik wirklich die Heilungschancen extrem niedrig. Selbst so 6-mal am Tag Treppe steigen, das war nicht drin. Und dann sagte Gerrit, so geht's nicht weiter, das ist ja frustrierend, dafür ist er ja nicht Arzt geworden. Ja, und jetzt kommt mir das vor wie ein anderes Leben. Hallo. Danke, dass ihr hier seid und mit mir dieses Interview führt. Ich würde mit ein paar easy, lockeren Fragen einfach anfangen, damit wir so ein Gefühl dafür kriegen, wie das Interview laufen könnte. Sina, du bist ja die jüngere Schwester, Mona, du bist die ältere Schwester. Genau. Also ich bin Sina, bin 23 Jahre alt und wohne zurzeit wieder bei meiner Mutter im Sauerland. Mona, wie alt bist du denn? Ich bin 29 Jahre alt. Und ihr beiden kommt gebürtig aus dem Sauerland? Genau. Aus Olpe? Ich habe euch noch gar nicht so wirklich gefragt, wieso ihr genau hier seid. Ich habe nur von Josh erzählt bekommen und von Gerrit so, ja, ein paar Mal kochen, ein bisschen quatschen vielleicht, ne? Aber ich bin ja jetzt nicht aus dem Medical-Team oder so, darum hatte ich gar keine Ahnung, was genau eure Beschwerden sind oder warum ihr hier seid. Auf mich habt ihr nämlich direkt so eigentlich einen lebensfrohen Eindruck gemacht. Ja, darum würde ich euch gerne einfach mal beide fragen, warum ihr hier seid und wie es euch vorher ging. Darum geht es mir ganz speziell. Willst du vielleicht anfangen, oder? Ja. Ja, im Grunde also ich bin mit Rollator angereist. Und ich hatte auch, oder ich habe noch Pflegestufe 2, habe wöchentlich meine Haushaltshilfe, die dann für 3 Stunden kommt, die mir dann halt, ja, dass wir dann so Erledigung machen oder vor allem auch die Wohnung auf Stand halten, weil ich wirklich, bevor ich hier war, hauptsächlich nur noch auf dem Sofa gelegen habe. Ich habe mal lieber gesagt, dass ich sofalegrig bin und nicht bettlägerig, weil ich einfach schon noch diesen Ortswechsel quasi hatte. Aber trotzdem hat irgendwie hauptsächlich mein Leben eigentlich nur noch von der Couch stattgefunden. Und da habe ich halt dann schon viel gemalt und ja, mit Serien dann auch einfach, ja, damit mir die Zeit vertrieben, aber es dann auch genossen. Also ich hatte wirklich so mein ganzes Leben daran angepasst, so, ich bin jetzt krank und jetzt gucke ich, wie ich damit mir ein schönes Leben mitgestalten kann, weil die Lebensfreude war auf jeden Fall da und ist immer da. Da hatte ich jetzt seit vielen, vielen Jahren kein Problem mehr mit, weil ich da auch immer ganz viel Kraft rausgewinnen konnte. Und ja, und Seit wann, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, seit wann war das denn so bei dir oder wann hat das angefangen mit diesen Symptomen? Also genau genommen habe ich die Diagnose ja im Mai 2021 von Gerrit erhalten. Ah, so lange bist du schon bei ihm in Behandlung. Genau. Aber es kann auch schon sein, dass ich das seit 2014, 15 habe. Also es war schon in der Jugendzeit mit 15 schon immer so periodenmäßig, dass ich schon irgendwie sehr aus dem Leben rausgeschossen war. Was meinst du damit, aus dem Leben rausgeschossen? Ich hatte sehr hohe Fehlzeiten in der Schule, weil ich, also ich hatte einmal dann die Depressionen, ganz klar, und ich war aber auch einfach unglaublich erschöpft, dass ich auch einfach irgendwie nicht so die Kraft hatte. Aber da kann ich rückblickend halt auch schlecht sagen, war es jetzt wirklich mehr die Depression oder waren da schon die Anfänge. Nur da hat halt auch der erste Krankenhausaufenthalt gestartet, dass ich Blut im Unterbauch hatte, was dann ja erstmal rausgebracht werden musste. Und da konnte halt auch keine richtige Ursache für gefunden werden.
Und dann ein Jahr später hatte ich den Blinddarmdurchbruch, auch sehr, sehr schwer, wäre ich eine halbe Stunde später auf dem OP-Tisch gewesen, hätte man mir nicht mehr helfen können. Und ich konnte nach einem Jahr später, konnte ich dann endlich wieder bei Teerstraßen laufen, weil ich halt so eine krasse Bauchfellentzündung hatte, dass halt die ganzen Häutchen zwischen den Gedärmen und vom Innenbauch einfach, das war alles so entzündet. Das hat einfach sehr weh getan. Ja, und dadurch hatte ich halt auch schon ganz viel Schule verpasst. Aber ich konnte halt trotzdem meine Noten ganz gut halten, weil ich halt da auch immer sehr motiviert und wissbegierig war, dass ich mir das einfach gerne angeeignet habe. Außer Englisch und Mathe. das konnte ich einfach nicht. Nee. Und war ich dann nach Heidelberg gegangen. Nee, Quatsch. Blödsinn. Nee. Nach der 10. hatte ich dann meinen Realschulabschluss. Ja, und die 10. hast du ja auch nochmal wiederholt. Die 9. Die 9.? Die 9. Ah, die 9. Genau, die 9. habe ich dann wiederholt, weil ich ja den Blinddarmdurchbruch hatte und dann einfach so viel gefehlt habe, dass man die nochmal wiederholen musste. Mhm. Und dann hatte ich aber halt immer sehr viele Fehlzeiten. Das hat sich gar nicht mehr richtig normalisiert. Und dann wurde mir halt gesagt, dass ich halt nicht jetzt Fachabitur machen kann, weil dafür wäre ich ja nicht unbedingt qualifiziert. Oder ja, eigentlich wäre ich war zu dumm dafür. Das wurde durch die Blume so gesagt, oder? Nee, es wurde mir eigentlich so direkt gesagt. Oh, schön. Ja, mhm, ja, okay. Ja. Ja, aber das ist, weiß nicht, das wäre ja jetzt nichts für die Öffentlichkeit, das ganze Schuldrama. Ja. Nee, und da war dann auf jeden Fall, dass ich dann aber später doch das Fachabitur gemacht habe. Stark. Ein Jahr später, genau, weil dann ging es mir dann auch schon wieder besser. Und das konnte ich dann auch gut durchziehen und dann bin ich nach Heidelberg gegangen. Und nach 2 Jahren Heidelberg hatte ich plötzlich wieder immense Schmerzen, dass ich selbst nachts um 3 von einer Freundin in die Notaufnahme gefahren wurde. Weil ich Schmerzen wo? Im Bauch. Ja, und dann war ich auch in der Uniklinik Heidelberg. Und die haben dann aber auch nicht gefunden, was es ist, hatten halt auch nur so Verdachtsdiagnosen. Mhm. Und da fing halt das ganz stark an, dass ich selbst zu schwach war, mein Wasserglas zu halten, dass ich habe nichts mehr im Haushalt machen können. Ich hatte noch eine Mitbewohnerin, die hatte dann noch so ein paar Sachen gespült, aber die Wohnung hat ausgesehen, das war schlimm. Das war ganz eklig. Es war grauenvoll. Ja. Und dann habe ich auch den Haushalt quasi aufgelöst und bin wieder zurück zu meiner Mutter gezogen, also unserer Mutter. Ja. Und da hat dann unsere Mutter mich 3 Jahre lang quasi gepflegt, weil ich halt so krasse Schmerzstörungen hatte. Ich war alle 6 Monate in der Schmerzklinik und habe Anästhetikum gespritzt bekommen, als Infusion bekommen. Damit wurden die Schmerzen ein bisschen erträglicher. Und es war einfach vom Kräftelevel war halt sehr runtergeschraubt. Habe aber auch sehr viel Teledin bekommen und Pregabalin. Also ich war so richtig runter. Wow. Ja, also ja. In der Zeit brauchte ich wirklich jemanden, der mir ein Butterbrot schmiert, sonst wäre ich verhungert, weil das konnte ich schon oft nicht. Und und dann habe ich den Hausarzt gewechselt und der sagte, ja, das sind Gallenkoliken. Und dann habe ich die Galle rausbekommen. Da habe ich sofort das Teledin absetzen können, habe das Pregabalin dann auch absetzen können, alles vom Neurologen dann begleitet. Es sind ja schon Hammermedikamente. Total, also da sind ja wirklich auch Leute wegen ja, auf jeden Fall. Aber da bin ich, hatte ich einfach mega Glück, dass das bei mir nicht so war, dass ich nicht diese Abhängigkeit sich so stark zeigte. Ja, und dann bin ich nach Köln gegangen. Da hatte ich dann wieder 2 Jahre großartige Zeiten und war in der Ausbildung drin. Mhm.
Und ja. Und dasselbe Spiel war dann wieder, dass ich plötzlich immer weniger Energie hatte, dass ich immer mehr kognitive Ausfälle hatte, dass ich mich selbst an die 10 Minuten vorher nicht mehr erinnern konnte, dass ich oft von meinen Freunden dann nochmal gesagt bekam, ja, wie jetzt der Tag war, was ich gemacht habe, um wieder da reinzukommen, weil dann konnte ich mich auch meistens wieder erinnern, aber das war echt, dass dann Demenz überprüft wurde. Es wurde dann sogar erst bestätigt. Ich bin 3 Monate mit dem Gedanken rumgelaufen, dass ich nächstes Jahr danach quasi im Pflegeheim bin, weil ich so schwer Demenz hätte. Wow. Ja. Und wo sind wir gerade chronologisch ungefähr? 2019. So ungefähr, okay. Ja, ich bin genau. Auf jeden Fall. Genau. Eine Orientierung. Okay. Ja, 2019 war das. Und dann habe ich mich halt noch echt versucht, durch diese Ausbildung zu quälen, weil ich habe mir gesagt, ich will das schaffen. Es sind jetzt nur noch 3 Monate, dann bin ich mit dieser Ausbildung fertig. Dann bin ich fertig, Industriekauffrau. Ja, und dann war ich aber 1,5 Wochen im Krankenhaus und da ging dann halt gar nichts mehr. Und dann habe ich die im November 2019 abgebrochen und ja, bin dann nach Viersen gezogen. Wieder zu deinen Eltern dann? Nee, zu Sina. Also du bist ja schon vorher zu mir gezogen, genau. Aber dann kamst du halt immer nur am Wochenende, weil so war das eigentlich auch angedacht, dass ich halt in der Woche die Wohnung alleine habe und dass Samona nur am Wochenende dann halt da ist, anstatt zu Mama fahren zu müssen oder halt in diesem Internat zu bleiben von der Ausbildung. Genau, her. Weil sonst habe ich halt in Köln gewohnt. Okay. Genau. Okay. Und dann bist du halt komplett zu mir rübergezogen, weil Sauerland war halt auch keine Alternative wirklich. Mhm. Und das ging dann auch noch. Yes. Es ging irgendwie. Ja, also ich habe schon die ersten 3 Monate viel in Erinnerung, dass ich wieder sehr, sehr viel gelegen hatte. Aber dann wurde das immer mehr zu so einer Abwärtsspirale. Also das gerade so in der Lockdown-Zeit, da ging es dann noch irgendwie. Dann wurde ich total zum, ja, ich hatte immer was zum Putzen. Ich habe wirklich mit der Zahnbürste. Das war meine Beschäftigung, ja. Weil ich auch irgendwie viel zu viel Angst hatte vor Kontakten und so. Mhm. Weil ich weiß nicht, hatte mich von der Angst doch sehr anstecken lassen. Ja. Und ja, und dann, als dann die Sina ausgezogen ist, da hatte ich dann eh schon voll Panik, wie soll ich das alleine machen? Und dann habe ich aber auch dann noch die Pflegestufe bekommen, weil halt schon immer mehr zu sehen war, irgendwie wird das immer schlechter, dass ich immer weniger putzen konnte, dass mir das Haus zu verlassen immer schwerer fiel, weil ich dann locker mindestens 3 Tage erstmal Ruhe brauchte und dass jegliche körperliche Anstrengung extrem anstrengend war. Ich meine, ich habe in den letzten Monaten hatte ich die Regel, ich darf 10 Minuten am Stück spülen. Nach 10 Minuten muss ich mich hinlegen. Für 1-2 Stunden. Dann darf ich wieder in die Spüle gehen und das weiterspülen. Und so war halt dann vieles so getaktet, dass ich aber je nachdem dann auch geguckt habe, was dann die Haushaltshilfe übernimmt, damit ich sonst schon auch mal noch Aktivitäten machen kann. Das heißt, dass ich hatte mir das jetzt erkämpft, dass ich Physiotherapie habe, einmal die Woche. Das hat dann auch ganz gut geklappt, weil der direkt gegenüber von der Straße ist. Und aber selbst die Strecke konnte ich nur mit Rollator gehen. Also da war wirklich jede Strecke war dann eigentlich mit Rollator, außer freitags, wenn ich in die Innenstadt von München-Gladbach ging, da habe ich den oft zu Hause gelassen, weil ich nicht so viel Aufmerksamkeit auf mich ziehen wollte, weil wir direkt auch in der Partystraße quasi waren, wo wir unser Lieblingscafé haben oder Treff. Und ja, da habe ich den dann nicht mitgenommen und war schon jetzt ultra stolz darauf, dass ich im Frühling, seit Frühling wieder Bus fahren kann. Mhm. Wohl immer nur einen Bus, also umsteigen war noch nicht möglich. Mhm. Das habe ich nur ab und zu, ich glaube einmal habe ich das in der Zeit geschafft. Mhm. Aber sonst wirklich musste ich vorher immer alles mit Taxi fahren. Mhm. Deswegen, das war schon so mega Erfolg mit dem Bus. Mhm. Ja.
Und dann sagte Gerrit, so geht es nicht weiter, das ist ja frustrierend, dafür ist er ja nicht Arzt geworden. Und ja, und jetzt kommt mir das vor wie ein anderes Leben. Danke, dass du das erzählt hast und mir erzählt hast. Es geht gleich weiter mit den Fragen, weil ich bin auch super gespannt, was du und was ihr hier erfahren habt. Soll ich also nicht erzählen, was ich hatte? Doch, okay. Genau. Dazu komme ich nämlich jetzt. Es interessiert mich nämlich auch, was bei dir war. Okay. Dein Verlauf war halt so, wie ich das halt aus meiner Perspektive gehört habe, habt ihr beide dieses chronische Erschöpfungssyndrom. Ja, aber Mona hatte es schlimmer. Okay. Ich habe das MECFS, das mit den Entzündungswerten noch dabei. Mhm. Und da sind dann laut Statistik wirklich die Heilungschancen extrem niedrig. Es gibt da so eine Bell-Skala, wo man eingestuft wird zwischen 0 und 100. 100 ist, dass man das kaum bemerkt. 0 ist halt komplett bettlägerig und komplett auf Pflege angewiesen. Und ich habe halt die Bell-Skala 10. Okay. Also. Gut zu wissen. Jetzt nicht mehr. Okay, Lina, dann erzähl mir doch gerne mal. Ja, ich hatte halt im Oktober 21, eine ganz normale Grippe bekommen, die halt nicht wegging. Und dann bin ich halt so nach 2-3 Wochen bin ich halt zum Hausarzt und habe so gefragt, ja, geht irgendwie nicht weg, bleibt irgendwie die ganze Zeit so stabil schlecht und richtig beschissen, dass ich halt nur noch auf dem Sofa liegen konnte und Fernsehen gucken konnte ich, glaube noch, aber selbst das war immer so ein bisschen schwierig. Also, von der Aufmerksamkeit her einfach? Ja, war auch sehr anstrengend dann so. Und dann meinten die Hausärzte, die Grippe geht gerade so rum, das ist normal, dass sie gerade so lange anhält, machen Sie sich keine Sorgen. Ich so, ja okay, dann warte ich noch ein bisschen. Dann nach noch mal Wochen, das war dann irgendwann im Anfang November, Mitte November, also schon relativ zeitnah, als es anfing, aber nicht direkt, fingen meine Ohren an, empfindlich zu werden. Oh, du durftest nicht mehr mit einem Buch neben mir sitzen und eine Seite umblättern. Ich bin weggelaufen. Auch zum Frühstück das Käsepapier, was da drum ist. Wir mussten, wenn ich es überhaupt geschafft habe, zusammen frühstücken, das war schon ein guter Tag, haben wir extra schon das Papier alles zur Seite getan, schön weggelegt, damit bloß nichts knistert. Auch dieses Schneiden auf dem Teller, ganz furchtbar. Und meine Oma ist halt auch schwer, oder unsere Oma ist halt auch schwerhörig. Und da muss man halt schon immer sehr laut reden. Und dann konnte ich in den ersten, ich glaube, das ging bis Januar, Februar so um den Dreh rum, dass das so krass war, konnte ich mich kaum mit Oma und Opa unterhalten. Insgesamt halt soziale Kontakte ging halt auch gar nicht. Da war ich viel zu empfindlich drauf, weil das tat einfach weh. Also da waren wir ja eh schon bei Gerrit in der Behandlung, also im Juni 21 war ich das erste Mal beim Gerrit und da habe ich nur so normale Nahrungsergänzungsmittelzeug bekommen, die ich da nehmen sollte und die haben auch wirklich sehr geholfen, also dadurch hatte ich auch wirklich noch mehr Kraft und war noch mehr so... Weil du quasi vor der Grippe schon sehr erschöpft warst. Länger? Oder warum? Nee, weil der Gerrit bei der Mona so einen positiven Eindruck gemacht haben, sind halt Mama und ich dann auch einfach provisorisch hingegangen, um uns einmal durchzuchecken, weil wir sind halt der Meinung, auch wenn man gesund ist, kann man noch was für sich machen. Mhm. Sei es auch, dass man dann halt zwischendurch zur Osteopathie, zur Thai-Massage oder sonst was halt geht und sich einfach regelmäßig halt durchzuchecken, bevor dann was Großes passiert. Ja, präventiv einfach. Genau. Ja, okay. Und dadurch war ich halt auch schon hier und da er ja schon vorher die Diagnose der Mona gestellt hatte, dachte ich, schreibe ich ihn mal an und frage, ob er noch eine Idee hat, weil die Hausärzte, die waren echt total überfordert halt. Wegen deiner Empfindlichkeit? Ja, mit der Empfindlichkeit, die wollten mich dann halt dann zum Kardiologen schicken, wegen einem Herzmuskelentzündung und sowas halt alles abchecken. Aber dafür hatte ich ja überhaupt keine Kraft. Also dann wäre ich da hingegangen und dann hätte ich wieder 2 Wochen benötigt, um wieder bei diesem schlechten Level zu sein, wo ich sowieso, da habe ich keinen Mehrwert drin gesehen, aber überhaupt nicht. Und
Dann hatte mir Gerrit Infusionen aufgeschrieben. Die habe ich dann auch bei einer Ärztin bei mir dann auch verabreicht. Und da waren meine Venen auch so schlecht. Vorher war das überhaupt kein Problem. Aber seit ich halt dieses chronische Erschöpfungssyndrom habe, sind meine Venen echt katastrophal. Also da merkt man auch einfach, dass im Körper was fehlt. Mhm. Und Gerrit hatte sich wohl dann erhofft, dass ich durch diese Infusion, weil da waren halt ganz viele Vitamine und sowas halt drin, dass das halt reicht, damit ich halt wieder so zurück in meinen normalen Alltag halt komme. Nur leider war das halt nicht so der Fall. Also die haben schon ein bisschen geholfen, aber so richtig angeschlagen haben sie auch nicht. Also hieß es wieder weiter nur auf dem Sofa sitzen und irgendwie ein bisschen Fernsehen gucken. Und dann fing ich auch irgendwann an, Anfang des Jahres auch wieder an zu schricken, weil ohne Kreativität, da gehe ich noch mehr zugrunde. Also wenn ich nicht noch irgendwie was mache oder so, das geht nicht. Ja, auf jeden Fall. Und und dann hat sich das einfach irgendwie immer so hingezogen, dass es vielleicht mal so ein bisschen bergauf ging, dass ich aber selbst so 6-mal am Tag Treppe steigen, das war nicht drin. Also ich habe wirklich jedes Mal überlegt, muss ich jetzt hoch oder muss ich jetzt gerade in den Keller oder kann ich Mama mal eben fragen, ob sie gehen kann. Auch duschen hatte ich da noch zu der Zeit, dass ich genau die Zeitspanne abpassen musste. Ich musste entweder vor 12 Uhr duschen oder halt irgendwann am Abend, weil wenn ich um 2, 3 Uhr geduscht habe, da war der ganze Tag weg. Da konnte ich nur noch liegen und Netflix gucken. Und ja, zwischendurch ist es schön, aber so auf Dauer ist das auch überhaupt nichts. Nee, das stelle ich mir auf jeden Fall auch irgendwie als eine Foltermethode vor. Also wenn man dazu gezwungen ist, ja, und keine andere Möglichkeit hat, ist ja krass. Das also war, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in der Zeit, bevor ihr jetzt hier wart, die letzten 2,5 Wochen, die Hauptsymptome wirklich diese unfassbare Erschöpfung. Ja, und ja, aber halt auch nicht nur körperlich, weil ich hatte halt, ich glaube eine Woche vor, genau an dem Sonntag, bevor wir hingefahren sind, hatte ich fürs Arbeitsamt noch halbe Stunde Zettel ausgefüllt. Ich habe mir extra einen Wecker gestellt für eine halbe Stunde, weil ich wusste, mehr schaffe ich nicht. Das ist so Formulare ausfüllen ist sehr, 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 sehr anstrengend. Obwohl da nichts, das ist nur Kopieren, Einfügen quasi, aber es ist trotzdem sehr anstrengend. Ja. Und nach dieser halben Stunde hatte ich aber schon wieder solche Kopfschmerzen. Ich lag dann 2 Tage wieder flach. Und erst am Mittwoch ging es dann wieder ein bisschen besser. Und ich wollte noch was einkaufen für hier. Und dann war ich auch losgefahren, weil ich das unbedingt noch machen wollte. Weil man hat ja dann noch diesen Ehrgeiz und diese Anforderung an sich, es auch zu machen. Ich wollte jetzt nicht Mama alles aufdrücken, weil die arbeitet ja auch voll. Ja. Und dann war ich am Mittwoch eben in ein paar Läden reingegangen. Das ging soweit auch. Also das war halt so eben 3 Läden, wo man eben 5 Minuten da so reinhüppeln und dann mit dem Auto halt auch wieder zurückfahren. Aber dann gab es eine Sache nicht und die brauchte ich noch unbedingt. Und dann musste ich halt am nächsten Tag wieder los. Und ich so, ja komm, Sina, das schaffst du. Nächsten Morgen fährst du da einfach nur einmal kurz hin und holst es. Gar kein Problem. Das ist doch easy. Ja, saß ich da am nächsten Tag wieder mit höllischen Kopfschmerzen, war fürchterlich wieder am Weinen, als Mama kam und fragte sie, ob sie das dann holen kann. Weil man hat ja dann schon so einen Stolz. Man will es ja auf jeden Fall machen, weil ich liebe auch meine Selbstständigkeit. Also ich lebe halt, seit ich 18 bin, alleine oder halt in einer WG. Mhm. Und da ist einfach diese Unabhängigkeit, die ist einfach immer so toll. Mhm. Und die einfach so von jetzt auf gleich komplett zu verlieren und dann noch auf so viel Hilfe angewiesen zu sein, also insgesamt eine Belastung für irgendwen zu sein, das ist ganz furchtbar für mich. Mhm. Da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Und, ja, verständlich. Ja, und natürlich ging es mir halt auch ich glaube auch bis Februar so rum, von Oktober bis Februar, habe ich auch sehr viel geweint und da ging es mir psychisch auch total schlecht, weil halt Lebensmitteltechnik zu studieren mein Kindheitstraum war und der war jetzt einfach, probiere ich es nochmal zu studieren, lohnt sich das, was mache ich jetzt, wie blöd ist das denn jetzt? Und da musste ich dann halt auch erstmal so für mich abhaken, dass das gerade nicht so das Gute ist. Und das hat mich auch sehr, sehr psychisch mitgenommen, weil das mischt dann einfach alles zusammen. Und dann hatten wir aber
diesen Sommer lief dann mein Jahresvertrag aus von der Wohnung, weil die mussten wir ja die ganze Zeit weiter bezahlen, wie das dann halt so schön ist. Und wir hatten natürlich noch die Hoffnung, dass ich wieder zurück kann, das ja auch, weil hätte Mama gesagt, so nach 2-3 Monaten, ja komm, wir kündigen die Wohnung, da hätte ich mich ja auch nicht richtig gefühlt. Und, aber als wir dann im Sommer die Wohnung leer gemacht haben, oder mein Zimmerchen, das fühlte sich schon sehr gut an. Da konnte ich dann auch endlich mal so ein bisschen, ja, jetzt ist die Zeit, gesund zu werden, Sina. Und jetzt nicht mehr so, du musst jetzt gesund werden, um jetzt weiter zu studieren, so ja, mit schön viel Druck, weil das bringt eh nichts. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Das ist, danke, dass du mir das auch erzählt hast. Ist auf jeden Fall eine gute Stelle, Überleitung, um euch zu fragen, wie ihr euch dann entschieden habt, beziehungsweise dazu entschlossen habt, hier hinzukommen, die Zeit. Das interessiert mich nämlich, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Das war im Grunde gar nicht groß eine Überlegung. Gerrit hat uns das angeboten. Wir haben uns angeguckt. Und fing an zu grinsen. Ja, doch, machen wir. Machen wir auf jeden Fall. Also das war wirklich gar keine Frage. Also wenn er sowas Großartiges einem anbietet, auch wenn, also ich bin mit jetzt nicht so viel Hoffnung hierhin. Ja. Also es war wirklich so, ja, steht bestimmt ganz gut und einfach nochmal genauer gucken und auch raus aus der Wohnung und quasi ein bisschen Gesundheitsurlaub hatten wir uns gewünscht, weil wir waren kurz davor waren wir am Überlegen, ja, so ein Urlaub wäre ja ganz schön, aber wenn wir jetzt wirklich irgendwo hinfahren, alleine diese Strecke im Auto ist sehr anstrengend, dann erstmal da wieder seine Routine reinzufinden. Mhm. Und das wär im Moment da halt kein Urlaub für uns gewesen. Da waren wir halt so am Überlegen, was gäbe es denn sonst so für einen Urlaub? Und da hatten wir schon irgendwie so rumgesponnen mit irgendwie, ja, so einem Gesundheitsurlaub, irgendwie sowas. Und dann kam das einfach. Und dann kam Gerrit mit dem Angebot. Genau. Und da haben wir direkt, ja, also er meint, ja, wir sollen erstmal drüber schlafen. Ja, für uns war das sowieso klar. Ja, für uns war das von Anfang an klar, dass wir das auf jeden Fall gerne wahrnehmen möchten. Und weil mir geht es halt auch darum, dass ich einfach Erfahrungen sammle. Also es musste jetzt gar nicht so ein großer Erfolg sein, wie es halt jetzt ist, sondern mir hätte auch einfach gereicht, irgendwie noch eine coole Atemübung zu wissen und dann wäre das auch in Ordnung gewesen, die Zeit, oder nette Menschen kennenzulernen. Also ich hatte ja gar nicht das Ziel, als ich hier hinkomme, am Ende gesund zu sein. Mhm. Das wäre schon ziemlich verrückt gewesen. Wäre. Ja. Aha. Okay, gut, dann hat sich meine eine Frage nämlich schon erübrigt, was für Erwartungen ihr hattet, wie ihr hereingekommen seid. Wurden diese erfüllt oder vielleicht sogar übertroffen? Also da jetzt nicht ironisch drauf zu antworten, ist schwer. Ja, nee, also zu 1000% übertroffen. Also ich habe eigentlich mich in den letzten Monaten, ich habe es akzeptiert, das mit ME. Ich habe es akzeptiert, dass die Pflegestufe da ist, dass ich immer irgendwie auf Unterstützung angewiesen bin. Ich habe mir jetzt gerade erst den guten, leichten Rollator gegönnt, mit dem Pflegegeld auch, der halt auch 500 Euro gekostet hat. Ja, das ist schon ein Stange Geld. Ja, auf jeden Fall. Und den hat jetzt Oma bekommen. Ja, doch. Ja, ich glaube, ich habe 100 Euro gespart. Ich hab irgendwie einen Schnapper gemacht. Mhm. Ja, und das jetzt wirklich ist nicht nur die Hoffnung ist, gesund zu werden, sondern wirklich dieses Wissen, ey, ich bin auch irgendwie gesund. Und auf diesem Genesungsweg, also ich sage einfach, ich bin auf dem Genesungsweg, das fühlt sich so gut an und einfach so nach der inneren Wahrheit, dass man doch zwischendurch manchmal abends da sitzt und denkt, wie? Wie? Ja, das ist auch, wenn wir dann unseren letzten Gang dann so so um 10:30 meistens rum, 10:15, 10:30, dann hier runtergehen, dann in den Keller, wo wir die Wohnung haben, oder das Zimmerchen, wir können noch gehen, Mona. Mhm. Wir können immer noch gehen und unsere Füße, die tun vielleicht weh, ja, aber wir können gehen. Das ist nicht mehr dieses
Sonst war es schnell so ein Gewackel von den Beinen und dass es einfach sich richtig unstabil angefühlt hat. So als würden sie gleich wegknicken. Ich bin nie so weit gegangen, dass sie wegknicken. Das wollte ich nicht. Also aber ich bin alleine wirklich schon weggeknickt, dass ich dann wirklich irgendwie in der Einkaufsstraße da hing und mich irgendwo dran entlehnen war und konnte keinen Halt finden. Ja. Das. Nee, jetzt hatte ich dich unterbrochen. Nee, alles gut. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Das war dann da so hergegeben. Ja. Oder halt auch zwischendurch ist das immer so, uns geht's gut. Ja, ja. Das ist ja. So, hä? Ja. Und wir müssen unten noch über das Baugerüst drüber steigen. Und da gibt es dann die Tür. Das war in den ersten Tagen meine Challenge, meine Überprüfung. Wie stark bin ich jetzt noch in den Händen? Weil wir mussten tatsächlich anfänglich die Handwerker die Tür aufschließen, weil ich hatte nicht mehr die Kraft hier von dem ganzen Programm, die Kraft in den Händen und den Schlüssel umzudrehen und zu ziehen. Ja, und zu ziehen, das ist halt echt. Ja, also man muss die Tür unten, ja. Man muss so richtig ziehen und damit den Schlüssel und dann die Tür. Genau, auf. Und ich stand so oft davor und dachte, ich komme nicht rein, ich habe keine Kraft mehr in den Händen, das funktioniert nicht, obwohl ich eigentlich vielleicht noch gar nichts wirklich gemacht habe, vielleicht noch eine Atemsession oder so schon hatte. Aber hatte keine Kraft in den Händen. Und jetzt machen wir eher den Witz darüber. Na, wie stark sind wir denn? Ja, zack, zack, okay. Das ist überhaupt kein Problem mehr. Das freut mich nicht zu hören. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich hatte auf jeden Fall gerade auch Pipi in den Augen. Ich mich sehr gefreut habe darüber. Eine Frage, was ihr denn hier so für Sachen oder Therapien oder Coachings durchlaufen habt. Weil das ist ja doch schon eine ganze Zeit. Und ich habe auch ab und zu mal euer Programm gesehen. Was habt ihr hier alles so gemacht im Durchlaufen? Möchtet ihr darüber erzählen? Also ich glaube, einen ganz großen Teil hat auch Doreen vor allem gemacht. Ja. Mit ihrem täglichen Bewegungsangebot, wo sie sich wirklich immer viel Zeit genommen hat, uns ganz langsam einfach wieder in Bewegung zu bringen mit Yoga-Übungen, dann auch ein bisschen, dass wir von der Kraft her schauen, was wir stemmen können, obwohl wir natürlich jetzt erstmal ganz viel mit unserem eigenen Körper arbeiten. Und und das größte Geschenk oder beziehungsweise was wir uns auch erarbeitet haben, ist einfach das, jetzt rede ich nur von mir, dass ich einfach wieder ein Gefühl für meinen Körper habe. Auch die Sicherheit, nur weil ich mich jetzt so oder so bewege, bricht mir nichts, reißt nichts und geht auch die Bandscheibe nicht raus, sondern es funktioniert einfach wunderbar. Und wenn jetzt irgendwie mal was zieht oder so, oder ich merke irgendwie, da fehlt mir noch die Flexibilität, dann denke ich, dann gehe ich das jetzt mal an, dann werde ich dann jetzt öfters diese Bewegung machen. Also da hat wirklich Doreen unglaublich, Unglaubliches einfach gebracht. Ich fand auch sehr schön bei ihr, also ich hatte das am Anfang, sobald ich irgendwas mit meinen Armen gemacht habe, sei jetzt Spülmaschine ausräumen, Wäsche aufhängen, sowas halt schon, das stieg mir direkt in den Kopf rein, dass ich wieder höllische, eher Augenbrauenschmerzen bekommen habe, aber die waren dann echt eklig. Und das habe ich ihr dann halt auch am Anfang gesagt, dass ich halt nicht so gerne meine Arme belaste und so. Und dann ist sie halt da auch drauf eingegangen, dass wir haben schon ein bisschen gemacht, das fand ich ja auch in Ordnung, dass ich konnte ja selber dann mit der Übung aufhören, da hat mich ja niemand so gezwungen oder so. Aber ich fand es halt so gut, dass ich auch das Gefühl hatte, dass sie es auch hören möchte, wo ich noch so denke, so, da wäre ich gerne noch ein bisschen vorsichtiger, bevor ich da mehr Sicherheit drin bekomme und so. Und das fand ich auch sehr schön von ihr. Und jetzt kann ich wieder meine Arme richtig bewegen. Das ist echt toll. Sehr schön. Und was habt ihr noch so durchlaufen diese Woche? Dann hatten wir ja die Atemsession, die schon je nachdem dann ja morgens um 9 schon gestartet haben mit dem ganzen gesamten Team. The Mojo Morning. Genau, wo man dann das gesamte Team auch dann nochmal näher kennenlernt. Obwohl ja schon montags dann die, nicht Quatsch, montags. Montags sind wir nicht dabei. Genau, montags fängt es. genau. Montags fängt es immer erst später an. Ja. Aber dienstags ist ja dann die Diskussionsrunde, wo dann so ein Thema genommen wird und darüber wird dann diskutiert und
auch wirklich, dass man sich da in so seinen Fähigkeiten nochmal mehr trainieren kann. Mhm. Auch ganz spannend, da diesen Einblick zu bekommen. Diese Dissens-Kompetenz, dass man sich auch verstehen kann und unterhalten kann, wenn man halt nicht einer Meinung ist. Ne? Genau. Und ja, was ist mittwochs? Mittwochs geht es dann in den See. Das ist eins meiner Lieblingsaktivitäten. Ja. Oh, ich stehe auf diese Kälte. Also ja. Kältebox und der See, das ist einfach großartig. Also da, das ist wirklich so ein reiner Energiekick. Mhm. Oder wirklich heute auch im See, es waren wie viel Grad? Drei. Es waren 3 Grad draußen. Mhm. Gestern hat es ja hier auch richtig geschneit. Mhm. Und ich dachte nur so, ach, vorgestern war das. Mhm. Mhm. Und ich dachte schon, also jetzt in den See, ich weiß ja nicht. Ja. Und ich bin geschwommen auch wieder. Und es ist, und da kommt man wirklich so in seine Ruhe, auch in so seinen Anker, dass man den erreicht. Und den Anker erlernt man ja auch bei den Atemsessions. Mhm. Gerade bei Asim, das, ich glaube, wann, an welchem Tag ist das nochmal? Donnerstag. Mhm. Genau, ach, das ist ja die perfekte Überleitung. Ja. Nee, und dann Donnerstag mit Asim, wo dann das noch mit dem Anker noch vertieft wird. Und den erreicht man dann wirklich, oder erreiche ich halt irgendwie dann immer schneller, vor allem wirklich im Wasser, dass ich gerade dann auch mittwochs im See dann so die Ruhe in mir dann finde, das ist, oh, das merke ich immer noch. Und wie ist das für dich, Sina? Ist das für dich auch so der See? Also beim ersten Mal sind wir ja auch nur mit den Beinen reingegangen, um erstmal zu schauen. Das war mir auch sehr wichtig, dass man erstmal so guckt, wie fühlt sich das überhaupt so an. Fand ich sehr gut, dass wir nicht so komplett direkt reingegangen sind. Mhm. Und dann direkt in der zweiten Woche sind wir halt, also so halt so runter, wie die anderen das halt dann auch machen. Ja. Das finde ich auch als sehr angenehm. Also wir waren jetzt letzte Woche Mittwoch und Samstag im See und das war schon toll. Also einfach, wenn man dann wieder rausgeht und dann an dieser eigentlichen kalten Luft steht, aber sie nicht mehr kalt ist und einfach dieser ganze Körper kribbelt und man fühlt ihn, oh, das ist schon herrlich. Also ich will das auf jeden Fall auch noch weitermachen. Sehr gut. Das steht auf jeden Fall fest. Mhm. Und heute habe ich aber dann schon die Kälte schneller gefühlt. Also das ist wie beim Luftanhalten, dass man schon in diese Entspannung reingeht, aber irgendwann hat man doch dann wieder Lust auf Sauerstoff. Und dann wollte ich halt auch wieder aus dem Wasser raus, weil ich merkte, oh, ist doch ein bisschen sehr kalt. Aber ich hatte halt diesen Tief von der Entspannung schon, das ist mir halt auch sehr wichtig. Mhm. Und dann bin ich halt auch wieder rausgegangen, da muss man halt dann einfach auf seinen Körper gucken. Ich habe auch gerne noch einen Stirnband oder eine Mütze auf, weil mir meine Ohren sind mir sehr wichtig, dass die warm bleiben. Ja, ich auch tatsächlich. Ich war jetzt die letzten 2-3 Wochen nicht mit dabei, aber die Öhrchen mache ich auch immer zu, weil ja. Wind und so. Das ganze Hohen, ich weiß nicht, man geht in eiskaltes Wasser. Ja. Die Ohren sind warm. Aber das habe ich halt auch beim Spazierengehen, dass ich eigentlich immer ein Stirnband oder so brauche, weil sonst kriege ich halt Kopfschmerzen oder halt so. Mhm. Ja, aber ich finde es halt auch einfach sehr toll. Schön. Okay. Was Freitag. Noch auf dem Plan? Freitags, genau. Genau, freitags, das mit dem Boxen. Ich habe sogar schon geguckt, ob es vor Ort bei mir eigentlich Boxtraining gibt. Ah, obwohl ich da wirklich, aber ich finde, das fixt einfach total, dass man besser werden möchte. Weil das einfach so Spaß macht und auch einfach die Vorstellung, dass man auch einfach dann noch eine Selbstverteidigung oder sich selbst verteidigen kann. Finde ich einfach sehr ermutigend, vor allem wenn ich jetzt so viel in den Wäldern unterwegs sein will und dann auch im See dann bade, irgendwo im Wald, dann fühle ich mich schon manchmal so ein bisschen unsicher. Ja, und da würde ich dann einfach, oder es ist dann schon ein stärkender Gedanke, wenn ich mir vorstelle, dass ich dann einfach so ein paar Kniffs hätte, wie ich mich dann wehren könnte. Mhm. Aber es macht einfach Spaß, auch diese ganze Koordination mit den Händen, mit den Augen. Und wie man schon merkt, dass dadurch, dass man ja immer mehr seinen Körper fühlt,
doch dann auch noch auf mehr achten kann, weil beim Boxen muss man ja wirklich dann auf die Hände achten, dass die hoch sind, damit man nicht eins auf die Stirn kriegt. Genau, schön die ja. Ja. Und dann auch die Schultern dann entsprechend hat und dann die Hüfte und die Beine und die Vorderhand ist ja dann da, wo der Fuß auch vorne genau, steht. Genau. Und da musste ich ja wirklich am Anfang immer gucken, Moment, welcher Fuß steht denn jetzt vorne? Mhm. Also, aha. Und ja. Und wie dann die Wahrnehmung sich dann wirklich innerhalb jetzt wir haben dieser zweimal schon sich verändert hat. Also beim zweiten Mal war das schon irgendwie ein bisschen flüssiger. Genau. Und da finde ich dann einfach interessant, wenn man das wirklich dann in Zukunft dann noch weitermacht, ja. Wo das dann noch so hingehen kann und Kondition. Also Kondition ist mir einfach ganz wichtig und das möchte ich auf jeden Fall verfolgen. Das ist meine ganz bestimmt auch eine Art von Emanzipation ist, von Selbstständigkeit, die Kondition zu haben, um dann gewisse Sachen auch zu machen, auch über den Zeitraum hinweg. Okay. Ich habe noch ein paar Zwischenfragen, aber ich kann nicht mehr warten. Ich möchte euch fragen, wie es euch jetzt geht. Ich habe das Gefühl, ihr sitzt schon auf heißen Kohlen. Ja. Uns geht's gut, nächste Frage. Ja. Nina, fang mit dir an. Was hat sich bei dir verändert? Ich will sie ja nicht in den Mund legen. Also ich habe halt wieder zurück zur Bewegung gefunden. So, das ist halt das große eine. Also ich habe mich früher schon gerne bewegt, aber ich habe nie so den Nutzen dahinter gesehen. Mhm. Und jetzt, da ich halt weiß, dass durch diese ganzen Bewegungen und durch die Reize meine Mitochondrien dann ausgespült werden, die alten und neue dazukommen können, ist das für mich auch sehr motivierend, damit man auch einfach weiß, man tut es jetzt nicht nur für die Figur oder damit man mehr essen kann, weil das ist mir ziemlich Schnuppe oder so. Ja, 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 aber so. Es gibt echt genug Menschen, die sagen, okay, ich habe mich so viel bewegt und so viel verbrannt, also kann ich nicht mehr essen. Mhm. Weil was ist der Hauptgrund für viele Menschen, Sport zu machen? Ja. Das ist doch Figur oder Essen. Mhm. Und für mich soll es halt noch mehr sein, weil ich liebe es auch einfach in der Natur auch was zu sein. Und egal, ob es jetzt spazieren gehen ist oder halt dann in die Kälte, was ich vorher auch noch nie so gemacht habe, weil Mama dann immer direkt so, oh, Blasenentzündung, setze ich auch nie auf einen kalten Stein und sowas halt alles. Und ja, was habe ich denn noch? Ich habe halt insgesamt halt auch zu dieser Bewegung, ich habe dieses Kribbeln wieder, dass man merkt, so, ich will mich bewegen und das ist einfach so toll, weil die letzten Monate, da war das nicht. Da hatte man vielleicht ein bisschen dieses Kribbeln, dass man was machen will, das habe ich dann aber mehr auf das Kreative geschoben, weil hätte ich mich, ich habe mich morgens gedehnt, ja, meine Viertelstunde, aber das war dann halt auch ohne Arme und dann halt nur so ein bisschen hier und da. Und dann war es halt auch gut. Und jetzt halt so eine Stunde spazieren, dann eine halbe Stunde dehnen, dann mal eben Mittagessen mal eben vorbereiten. Dann fahren wir noch mal eben auf den Bauernhof und laufen da die ganze Zeit rum. Ja, wenn wir danach noch mit dem Hund gehen wollen, passt das auch noch. Ja, und irgendwann kochen wir auch noch selber Essen. Mhm. Und das war halt, ich konnte mich nicht mehr selber versorgen die letzten Monate. Ich hatte halt nur noch Fertigessen. Also ich hatte dann schon noch von Froster und schon so geguckt, dass es passte, weil da bin ich schon so ein bisschen, sollte jetzt nicht das Billigste sein. Sollte ja auch was hinterstecken. Aber das ist einfach so schön, jetzt wieder selber kochen zu können. Mhm. Und dann kann ich jetzt vielleicht auch demnächst wieder backen, weil backen, da hatte ich nie die letzten Jahre so viel Zeit für, aber ich tue es halt mega gerne. Aber es braucht auch einfach Zeit und dann mit dem ganzen Dekorieren, was ich halt auch gerne mache. Und jetzt kann ich wieder so lange in der Küche stehen, das ist echt toll. Und am meisten werde ich mich darauf erfreuen, wenn ich dann mit Oma Ausflüge machen kann, weil ich war halt schon unfitter als meine 84-jährige Oma. Also wenn sie dann da so andere Freunde da hatte, so dann die Mutter von Mamas besten Freundin und so waren dann da und die erzählte dann, ja, die lebt da in so einem Wohnheim mit nur so alten Leuten dann und sie ist mit 82 die Jüngste und die ist immer so der Jungspund da drin und dann kegeln die immer noch donnerstags und dann kommt da so ein Kerl, der schließt da was an Fernseher, ja, und da muss man A und B drücken.
Ja. Ja, weil ich auch so, ist das eine Wie? Ja, genau, das ist eine Wie. Und dann kegeln wir da. Oh, cool, ja. Das ist einfach so knuffig, diese Geschichte. Ja. Aber halt andererseits, ich war in dem Moment, als ich das gehört habe, noch nicht mal in der Lage zu kegeln bei der Wie. Wirklich. Also nicht diese 8 Runden durch. Und das ist halt einfach krass, wenn man so als 23-Jährige so denkt, so die alte Frau, die 82-Jährige, sagt, ja, solange ich noch jeden Tag für mich kochen kann, ist alles gut. Ja, konnte ich nicht mehr. Und ja. Es hat mich aber, für den Moment hat es mich vielleicht runtergezogen, aber unsere Lebensfreude ist ja eh immer da. Also die ist, glaube ich, jetzt sogar noch größer, aber die war auch lange nicht weg. Also da sind wir einfach so stark auch in uns selber drin, dass wir trotzdem noch die schönen Momente... Ups! Kein Problem, das vergisst man gerne mal. Ja, das... dass man trotzdem... dass man trotzdem die kleinen Dinge halt auch sieht. Ja. Und das habe ich halt auch gemerkt, bevor ich krank geworden bin, weil ich habe mich halt auch ein bisschen überarbeitet mit dem ganzen Kram. Muss ich halt schon dabei sagen. aber es fühlte sich auch einfach richtig an, in dem Moment dann auch so viel da reinzustecken ins Studium und sowas halt. Ja. Und da war ich mit meinen Freundinnen in Harlingen am Meer und da war Sternschnuppennacht. Und dann lagen wir da alle und dann haben wir Sternschnuppen gesehen und gezählt. Und das war so schön, aber ich konnte es nicht genießen. Ich lag da und dachte so, was ist denn jetzt mit mir los? Ich kann sonst kleine Dinge mega gut genießen, aber da sage ich so, ich denke gerade nur ans Studium, was soll das denn? Und das wird auf jeden Fall demnächst so ein Denkzettel für mich sein, wenn ich merke, dass ich sowas nicht genießen kann, da muss ich nochmal auf mich hören, also in mich hineinhören, was denn da jetzt los ist. Ja. Und gerade auch, um jetzt hier wieder zurückzukommen, in sich selber fühlen, wird einem hier sehr, sehr nahegelegt. Egal, ob jetzt bei Doreen das ist, mit der Bewegung in sich hineinfühlen, mit dem ganzen Atmen, was man hier macht, halt auch mit der Kälte, um zu fühlen, ist das jetzt mein Schweinehund? Ist das jetzt, was ist das? Welcher Part von mir ist das jetzt, der gerade mit mir spricht? Wie ernst soll ich den nehmen? Soll ich den sonst lieber erst einmal so innerlich umarmen, bevor ich da jetzt wirklich ins Handeln komme? Wird das auch schon reichen? Ja. Und gerade diese Offenheit hier, die finde ich auch sehr inspirierend, dass man kann eigentlich jeden Gedanken so äußern. Man muss da natürlich auch mit einer Reaktion rechnen, da schon. Ja. Doch ich finde, so im ersten Augenblick ist jeder Gedanke erstmal willkommen. Und dann guckt man dann halt weiter. Und ich finde auch diesen Zusammenhalt hier ist einfach so grandios. Das ist halt einfach, ist wie so eine Familie. Nee, ich finde, das hat auch sehr viel mitgegeben jetzt so in den Wochen. Schön, das freut mich sehr zu hören. Mona, was hat sich bei dir verändert im Vergleich zu vorher? Stand hier und jetzt 2, 3 Wochen. Also gefühlt irgendwie alles. Also dass selbst die positiven Sachen nochmal deutlich positiver sind. Und die negativen irgendwie so ausradiert, wenn ich weiß nicht, oder einfach transformiert. Also es ist einfach, hat sich alles so verändert, also wirklich auch das vor allem heute noch, dass auch wirklich alte Wunden sich jetzt irgendwie geklärt haben. Also das flasht mich irgendwie immer noch, ich mal Gänsehaut. Ja. Darf ich dich fragen, was für alte Wunden? Magst du darüber sprechen oder ist das ein privater Teil? Also ich war auf jeden Fall auch schwerst depressiv mit 8, aber dann hat mich die Musik gerettet. Und dann auch Realschulzeit, da war dann auch ab der 8. Klasse, dass das auch sehr krasse Mobbing umgeschwankt ist, also gerade von den Lehrern. Die Schüler sind dann halt mit draufgesprungen, aber vor allem das Problem war wirklich, waren die Lehrer. Und dann in der beim Fachabitur hat sich das dann auch wieder, dass mein Opa noch mit dem Schulleiter gesprochen hatte, dass da wieder eine bessere Meinung von mir ist. Weil ich konnte echt tun und lassen, was ich wollte.
Es wurde immer nur schlecht von mir gedacht, dass meine Facharbeit zum Beispiel, die war ein bisschen lang, die war 300 Seiten lang. Ich hatte... Und ich habe halt über Borderline geschrieben, weil eine Freundin von mir das Krankheitsbild hat oder die Diagnose bekam und fand das einfach faszinierend, habe dazu unglaublich viel geschrieben, habe alles mit Fußnote und so versehen, dass wirklich alles genau nachzulesen war. Und es wurde mir halt dann unterstellt, dass ich das ja rein nur aus dem Netz gezogen hätte. Dass, ich meine, ich hatte von der Freundin hatte ich die ganzen Medikamenten, die Beipackzettel. Ich habe bei den sozialen Einrichtungen habe ich auch Unterlagen bekommen. Also ich hatte wirklich unglaublich viel. Ja. Und man hat mir nicht gesagt, dass ich mich auf 24 Seiten doch bitte begrenzen soll. Das hat man mir erst gesagt, als ich nach... ich habe vor allem die ganze Nacht durchgearbeitet noch, bevor ich den Abgabetermin hatte. Ja, ja, und es war dann halt auch wieder, nee, das geht ja nicht, das kannst du nicht. Und ja. Wahnsinn. nee, und das hat dann alles so ein bisschen gebraucht. Und in Heidelberg hatte ich eine großartige Therapeutin, die hat mir ganz viele Werkzeuge noch an die Hand gegeben. Ich meine, unsere Mutter, die hat wirklich sonst alles gestemmt. Die hat uns immer wieder den Boden unter den Füßen gegeben. Und haben dann einfach noch so ein paar, also eine Professionalität dann auch noch, oder dieser Abstand einfach noch gefehlt. Ja. Und da bin ich der Frau Dr. Weißbrot in Heidelberg einfach unglaublich dankbar, dass ich mit ihr dann wirklich auch die Depression dann bezwungen habe quasi, dass ich da raus aus diesen Verhaltensmustern kam und wirklich seitdem damit auch nicht mehr so zu kämpfen hatte. Ja. Trotz dieser ganzen Herausforderung mit der körperlichen ja, Herausforderungen. Kondition. Ja. 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 Und... ja, genau, weil dann kam ja auch schon dann eben das ganze Theater mit den Ärzten. Ja. Was hab ich? Warum bin ich so kaputt? Okay. Und ich verstehe. Ja, also, deswegen diese Wunde, ne? Genau. Ich will auch dich gar nicht zu sehr daran nochmal drin rumwuseln. Nee, lassen. Ich bin fein damit. Genau. Also, genau. Das konntest du jetzt heute, vorhin vor ein paar Stunden war das sogar noch, ne? Ja, ja. Ja, das war vor ein paar Stunden. Also ich war wirklich überzeugt davon, dass bei der Ketaminbehandlung mir einfach nochmal gezeigt wird, wo ist der Stand? Ja. Wo muss ich jetzt nochmal hart dran arbeiten? Brauche ich Therapie sonst nochmal? Oder habe ich schon die Werkzeuge für mich? Wo packe ich manchmal all diesen Schmerz, den ich irgendwie wahrgenommen habe, hin? Mhm. Und dann habe ich einfach während der Ketamin-Session einfach gemerkt, meine unglaubliche Stärke und dass das im Grunde schon alles irgendwie in Ordnung ist, dass ich da auch im Reinen bin, weil ich da aber auch schon unglaublich viel dran gearbeitet habe. Ja. Ja. Ich hatte nur immer halt so viel Angst, dass das doch noch irgendwie kommt. Und ich meine, wie kann das denn sein mit den ganzen Sachen, dass es mir damit so gut geht? Ja. Das wurde mir halt auch oft gesagt, dass mir Ärzte dann auch nicht geglaubt haben, dass ich psychisch so stabil bin. Oder auch Psychologen, die mich dann weggeschickt haben, weil die gesagt haben, nee, um Gottes Willen, das ist mir zu viel, da kann ich nicht mitarbeiten. Und ich dann auch so dachte, sorry, aber das ist mein Leben, das ist mein Alltag, womit ich sonst... Ja. Ich habe niemanden gefragt, ich kann nicht einfach sagen, ja, okay, sorry, das ist mir zu viel. Ja, also ich meine, klar ist gut, dass das auch die Ärzte oder die Therapeuten dann auch mitteilen, ja, wenn ja, das über deren Kompetenz steigt, aber es ist trotzdem immer schon so ein bisschen Schlag ins Gesicht, weil ich mir so denke, ja, das ist aber mein Leben und ja, aua. nee, und da einfach jetzt zu sehen, dass ich doch schon so weit bin, dass ich das so gut verarbeitet habe und auch während der Session einfach meine ganzen Ängste nochmal freilassen konnte, aber ohne selber ängstlich zu werden, sondern dass wirklich einfach ja, dem einfach Raum zu geben und das einfach anzuerkennen, dass klar, die Ängste, die werden immer wieder mal hochkommen und auch diese psychischen Schmerz im Grunde, dieses Leid, das, ja, das habe ich dann doch schon durchgemacht oder so, das wird auf jeden Fall auch nochmal hochkommen oder so, aber das ist einfach in Ordnung, weil ich so stark bin und dass
dass mich Schmerzen irgendwie dann noch stärker machen, weil ich dann noch mehr über mich hinaus wachse. Mhm. Das freut mich, das anzuhören. Das ist richtig schön. Ja. Ganz kurz. Ich muss mal kurz hier rüber gucken. Ist alles in Ordnung? Ja? Okay. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Das ja. So. Ja, das glaube ich. Okay, alles klar. Ja. Aber eine Sache hätte ich noch. Ja, klar. Ich meine, das ist ja nicht nur Doreen und Asin habe ich ja jetzt nur ganz kurz. Also das ist ja eh, dass man so viel, was er einen dann ja, erzählt, lehrt, dass man vielleicht im ersten Moment erst so ein bisschen, wie soll ich denn das jetzt anwenden? Aber dann mit den nächsten Tagen merkt man, wie man das so immer mehr verinnerlicht oder auch... unsere Kochabenden, dann auch mit dem Tanzen und so. Also es ist einfach so großartig. Also ich weiß nicht, oder ich weiß, also das ist einfach, man müsste jedem einfach Danke sagen, weil das ist einfach, jeder hat da so einen großartigen Beitrag zugeleistet. Und ja. Deswegen, ich frage mich mal, wie kann ich das nur irgendwie ansatzweise zurückgeben? Oder selbst, also ich finde, Danke drückt nicht mal das aus, was ich empfinde. Auch wenn mir meine, ja, dass ich das ja im Grunde geschafft habe, weil ich es dann auch angenommen habe und umgesetzt habe und natürlich jetzt auch das in meiner Verantwortung liegt, dass ich das fortsetze. Vielleicht mache ich es darüber, dass ich Danke sage und sage, ich setze das vor. Das kannst du uns zurückgeben, weil ihr habt absolut ja gar nichts genommen. Ja, gut. Das Zurückgeben, das ist voll drin im Wortgebrauch, aber das ja gar nicht. Hast also, du recht. Was du gerade gesagt hast, ist auf jeden Fall... deswegen, das war mir noch wichtig. Mädels, ey, wird richtig sweet. Und es freut mich voll, dass ihr so eine gute Zeit habt. Mhm. Ich versuche das Ganze mal abzurunden. Ich könnte noch 8 Stunden weiter quatschen mit euch, ne? Aber ich glaube, die Kameras und die Speicher sind noch voll. fühlt ihr euch gewappnet für die Zeit, die jetzt auf euch zukommt? Für die ersten paar Wochen, die wahrscheinlich die herausforderndsten werden, bis ich das gefestigt habt. Wie fühlt ihr euch da, Sina? Ich frage dich einfach nochmal. Also erst hieß es ja, wir bleiben nur 2 Wochen und dann, da fühlten wir schon so, müssen noch eine Woche länger bleiben. Sonst ist diese Unsicherheiten einfach viel zu groß. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir jetzt noch diese dritte Woche auch bekommen haben. Jetzt so quasi ohne Plan, dass wir halt schon selber gucken dürfen, wie wir unseren Alltag dann halt auch zu Hause dann gestalten können. Trotzdem schwirrt natürlich schon so eine Unsicherheit mit, so wie wird das jetzt zu Hause werden. Das definitiv. Ich merke aber auch jetzt so, ich will auch wieder nach Hause. Ja. Also so das eigene Bett und eigene Dusche und das ist halt schon alles ganz toll und bin ich auch froh, dann erstmal Zeit zu haben, alles sacken zu lassen. Weil genauso wie das mit Asim ist, denke ich bestimmt auch noch in 4, 5 Wochen so, ach stimmt, das war ja auch noch schön, dass ich jetzt auch noch mal dran denke. Weil das muss ja eh erstmal so einen Platz finden. Okay. Klar, mein Altes ist schon viel raus mit den ganzen Zellen und Mitochondrien und Gedöns. Doch, es muss ja erstmal wirklich einen Platz finden. Jetzt ist alles noch sehr wuselig. Ja, das muss sich irgendwie so setzen. Ja, und man muss dann so selber noch so seinen Weg herausfinden. Also ich wüsste nicht, was ihr mir noch geben könntet, damit ich sicherer werde. Da wüsste ich jetzt auch nicht. Das ist jetzt einfach so mein Part, den ich jetzt zu übernehmen habe. Weil noch eine Woche länger bleiben, da hätte ich jetzt auch wirklich keine Lust mehr drauf. Ja, also fühlst du dich schon so ein bisschen mit den Hufen scharrend? Ja, also ich bin froh, dass wir jetzt noch bis Samstag haben. Das definitiv. Ja. Ich bin aber auch froh, wenn wir dann Samstag... Ja. Und ich wäre dann total froh, wenn wir dann unser Auto selber bepacken. Ja. Da freue ich mich schon sowas von drauf, weil der Gerrit hatte uns halt geholfen beim Entladen halt und da waren wir echt so und da waren wir echt tot an dem Abend.
Oh, ich konnte die Nacht kaum schlafen, weil ich solche Armschmerzen hatte. Ich bin immer wieder aufgewacht, nur weil ich im Schlaf meinen Arm bewegt hatte. Oh, das war echt. Ja. Und wir haben nicht viel getragen. Ja. Also du hattest deine schweren Kanister da, so deine Kanister? Du hattest diesen Wäschekorb plus dann noch eine andere schwere Tasche, die du gleichzeitig getragen hast, die du mir durchs Fenster angereicht hast, wo ich dachte schon bei einer, ich kann die nicht tragen. Ja, ich bin mit einer guten Phase hier angekommen, ja. In der ich dann so ein bisschen mehr Power habe, aber das ist trotzdem jetzt nochmal ein ganz anderes Level. Und wie fühlst du dich, Mona? Für die nächsten Wochen, für die nächste Zeit in deinem Leben, wie fühlst du dich gerüstet? Ich fühle mich bereit, mein Leben neu zu sortieren. Also gerade jetzt so, auch nach der Session, ist jetzt irgendwie so alles irgendwie, weiß nicht, so als hätte man die ganzen Karten nochmal so neu gemischt. Und ich denke so, ja gut. Also ich weiß ja schon in vielen Dingen, wer ich bin, aber wo möchte ich denn jetzt hin, weil so alles wieder offen ist. Und irgendwie so einen Impuls habe ich schon irgendwie, wo ich dann aber denke, boah, wie soll ich denn das umsetzen irgendwie? Und tue das jetzt aber gerade noch ein bisschen weiter nach hinten in die Zukunft setzen und sehe ganz klar jetzt meine Aufgabe, dass ich in den nächsten Wochen erstmal noch meine Gesundheit stabilisiere, dann auch den See finde durch die Spaziergänge, wo ich dann in Viersen eben dann in See gehe. Und ich habe auch schon geguckt, ich würde sonst in München-Gladbach in die Kältebox gehen, weil immer bis hier hinfahren für die paar Minuten. Oder ich würde dann den ganzen Tag immer hier rumhängen. <Ja. lacht> Nee, und ich fühle mich auf jeden Fall richtig gewappnet und ich habe auch irgendwie gar nicht so Angst, weil ich erlebe einfach, was für einen unglaublichen Bewegungsdrang ich einfach habe. So nach einer Atemsession, ich stehe auf und denke so, jetzt erstmal dehnen. Oder auch, boah, ich habe irgendwie gar keinen Bock zu bewegen. Ja, jetzt erst recht raus spazieren. Jetzt sind wir heute auch nur eine kleinere Runde gegangen. Aber es mussten ja auch erstmal meine Füße verheilen, weil die haben schon ein bisschen schon gelitten. Dadurch, dass sie einfach jetzt so viel in Bewegung waren und durch mein Gewicht ist es ja auch einfach, dass man sich schneller blasen läuft. Mhm. Und da musst du ein bisschen abheilen, aber jetzt nach 3 Tagen ist auch schon gut. Und ich kenne das sonst, dass das eine Woche dauert, bis die Blasen verheilen. Mhm. Also denke ich auch, was denn jetzt mit meinen Füßen los? Nee, einfach wunderbar. Also ich fühle mich richtig gut gewappnet und freue mich auf zu Hause, um da den Herausforderungen entgegenzutreten. Mhm. Mhm. Die gar nicht so hoch, glaube ich, sind. Also es ist so... Ich weiß nicht. Ja, ja, und ich freue mich einfach enorm, wenn ich Mama wieder ein bisschen unterstützen kann. Ja. Also das ist mir dann... Ach, da freue ich mich dann einfach drauf, wenn sie nach Hause kommt und Küche ist aufgeräumt, Wäsche ist gewaschen. Da freue ich mich schon drauf. Ich weiß nur noch nicht, wie ich meine Haushaltshilfe sagen soll, dass ich sie nie mehr brauche. Ich glaube, auch da findest du einen guten Weg, oder? Ja, denke ich auch. Deswegen muss ich es ihr noch unbedingt sagen. Ja. Auch das sollte jetzt nicht mit auf. Okay, du kannst ja das Video dafür nehmen, dann bitte bis zum Ende schauen. Nee. Sehr, sehr schön. Danke, dass ihr das alles mit mir geteilt habt. Vor allen Dingen auch, worüber du gesprochen hast. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Es freut mich richtig, euch kennengelernt zu haben, dass ihr bis jetzt so eine gute Zeit hier hattet. Und wünsche euch auf Kamera für die Zukunft alles, alles Gute und dass der Ball, der jetzt ins Rollen gekommen ist, richtig Fahrt aufnimmt. Und ihr ein wunderschönes Leben haben. Dankeschön. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen was.